So, hallo, wir versuchen mal weiterzumachen bei Work Legacy. Ich sage bewusst versuchen, denn ich habe seit ein paar Tagen, jetzt sind es ja, naja, es sind fast schon Wochen, weil ich da erstmal ISIC aufgenommen habe, ein paar Probleme mit OBS. Es will irgendwie nicht mehr genau in der Einstellung aufnehmen, in der ich sonst aufgenommen habe. Ich habe das jetzt mal runterskaliert und hoffe, dass es jetzt nicht anfängt zu laggen während des Spiels. Sollte es laggen, tut es mir leid. Ich werde es versuchen, das Ganze im Blick zu behalten. Ja, aber ich kann auch nicht die ganze Zeit auf den Testbildschirm gucken. Ich hoffe einfach, es laggt jetzt nicht. Es sah jetzt in der Testaufnahme okay aus. Ich habe so 2 Minuten aufgenommen. Da ist nichts weiter. Aber ich bin halt auch nur hier. Ich bin halt noch nicht mit Gegnern und so weiter zusammengetroffen. Und da könnte dann natürlich mehr passieren. So, gut, egal. Wir können hier nichts machen, was wir an Geld haben. Und wir haben, wen haben wir denn überhaupt dabei, da das letzte Mal mitgenommen? Einen Lich King haben wir. Was ist das denn? Warum habe ich denn den genommen? Nostalgic und Hyper. You knock enemies out of the pan. Naja, gut. Von mir aus. Von mir aus. Dann es wird ja sowieso eine Goldrunde, nehme ich mal an. Gehe ich mal stark von aus. Also das heißt jetzt auch insbesondere, dass wir wahrscheinlich kein HD in diesen Folgen haben in den nächsten. Da bitte nicht wundern. Genau. So. Aber was war das denn? Sorry, ich merke gerade, ich kann wirklich während des Spiels nicht auf den OBS-Bildschirm gucken. Ich muss mich jetzt darauf verlassen, dass er einigermaßen flüssig aufnimmt. Wenn es zwischendurch laggt, sorry. Dann kann ich es jetzt nicht ändern. Insgesamt scheint es flüssig zu sein. Einzelne Lags zwischendrin kann ich jetzt nicht ändern. Sorry. Bin ja schon froh, wenn ich jetzt aufnehmen kann. Denn wie gesagt, ich verstehe nicht, was mit OBS los ist. Ich nehme an, dass ich irgendwas am Laptop irgendwie ist. Vielleicht der ein bisschen zu voll geladen oder so. Sodass da die CPU Probleme macht, das kann nicht am Spiel liegen und das kann auch nicht an den Einstellungen liegen, weil mit den Einstellungen hat es ja sonst immer funktioniert. Ne? So. Gut, dann wir wollen wie gesagt ein bisschen Money Money sammeln, denn wir sind noch zu schwach für den letzten Boss. Und theoretisch würde ich auch ganz gerne im Let's Play noch die anderen Extra-Bosse zeigen. Nicht schaffen, das ist nur utopisch, aber zumindest die mal gezeigt haben. Das hätte ich ganz gerne im Let's Play noch gemacht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Warum stirbst du nicht sofort? Noch zu schwach für Bilder. Aha, der war Quitty. Gut. Und was wir auf jeden Fall machen sollten, ist vermutlich Quit Chance und Quit Damage upgraden. Denn es macht im Grunde tatsächlich viel mehr Sinn. Ich weiß gerade nicht, wer das gesagt hat. Hat das irgendjemand in den Kommentaren geschrieben oder hat es mir Jan gesagt bei der Aufnahme? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall den Gedanken, dass wir die Quit-Sachen upgraden, weil... Moment, da ist noch das noch ein Türchen gewesen. Hier ist noch ein Türchen gewesen. Weil das ja, wie gesagt, das macht viel mehr Sinn, anstatt so ein bisschen Schaden immer nur wieder zu machen, macht das eigentlich viel mehr Sinn, einfach die Chance zu erhöhen, dass man öfter ziemlich sehr viel Schaden macht. Und dann denke ich mal, ja... Das effizienter. Wir werden sehen. Aha. Wir könnten jetzt natürlich. Wir können ja mal vorsichtig gucken. Aua. Ich glaube, ich habe genug vorsichtig geguckt. Da kommt jetzt nicht gleich der Boss. Nee, das lassen wir mal. Ja, der Gedanke war im Prinzip eigentlich. Vielleicht kommen wir ja gleich zum Boss und dann könnten wir gleich mal gucken, denn das Obol von ihm hier haben wir ja schon. Ich habe jetzt den Namen vergessen von dem. Oh ja, genau. Ich habe jetzt den Namen vergessen von dem. Na komm. Na gut. Schade, 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 schade.
So, was wollte ich sagen? Und nicht lügen. Keinen Gronkh-Spruch nachmachen, das sollte man nicht tun. Das war jetzt wirklich 1:1 kopiert. Gebe ich auch zu. Kam aber automatisch, war keine Absicht. So, ist ja auch wurscht. Aua. Wir waren immer noch bei Crit. Oder habe ich das schon zu Ende erzählt mit dem Crit Damage? Ich glaube, das habe ich schon zu Ende erzählt, oder? Das. Nein! Zu spät gelesen. Zu spät gelesen. Dann haue ich euch aber immerhin noch um. Das sehe ich nicht ein. Da haue ich euch immerhin noch um. So. Die hätten wir uns locker holen können. Naja. Das war, wie gesagt, das war dumm. Hier geht's in den Forest. Na gut, das können wir machen. Bild sieht immer noch recht beweglich aus auf dem Screen. Aua. Wird schon jetzt passen. Was ich ein bisschen jetzt auch an Bedenken habe, ist, dass jetzt, weil eben OBS gerade irgendwie mit zu wenig CPU nicht klarkommt. Wobei, ich wollte gerade sagen, dann könnte das auch den Stream beeinflussen. Dürfte es aber theoretisch dann doch wieder nicht. Denn der Stream läuft ja sowieso runterskaliert, so wie ich jetzt gerade aufnehme. Und da ist es jetzt ja anscheinend immer noch flüssig. Also passt es vielleicht. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas habe ich am Laptop gemacht. Ja, keine Ahnung. Dass es da jetzt so ein bisschen Probleme macht. Aber hey, ist jetzt auch wurscht. So. Wir müssen mal gucken, wir dürfen ja jetzt theoretisch, wenn wir wirklich auf die Idee mit dem Crit gehen, dürfen wir da ja theoretisch tatsächlich noch ein bisschen Defeat all enemies. Noch ein bisschen Platz haben. Was wollte ich sagen? Habe ich mich irgendwie verhaspelt. Scheiß Vieh. Das gibt's doch wohl nicht. Stirbst du jetzt bitte mal? Danke. Auge. So. So, die sollten doch jetzt eigentlich kein Problem darstellen. Das war jetzt vielleicht nicht so geil. Wenn der jetzt auf den Stacheln gelandet ist. Nein, ist er nicht, okay. Gut. Der noch. Prima. Ah. Natürlich komme ich nicht bis ganz hoch. So, eine Rune. Zack, next. Genau, ja, was. Die Kiste hätte ich da doch noch ganz gerne. Aber wenn ich hier drauf haue, dann passiert. Ja. Ja, prima. Und ich sehe gerade, wenn die runterfallen auf die Stacheln, dann tut es denen selber nicht so gut. Insofern muss ich mir da gar keine Gedanken machen, wenn das mal passiert. Aber das Geld hätte ich jetzt schon gerne. Das ist schon einiges. Kriege ich das hin? Yes! Sehr schön. Gut. Gehen wir wieder zurück. Ja, natürlich. Das war ja zu erwarten. Und nicht beendet, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich nur nochmal alles doppelt sagen würde. Und man schon kapiert hat, was ich sagen wollte, bei welchem Thema auch immer. Kann ich eigentlich. Oh Gott, der zieht mir. Der hält mir viel zu viel aus. Andererseits gibt er dann vielleicht auch recht viel.
nur Sorgen um das Feuer, was im Mund kreist. Ich glaube, das darf ich nicht berühren. Bingo. Na, das hat sich doch gelohnt. Nein. Erstmal das ganze Geld hier. Das will ich haben. Dankeschön. Du gehst noch weg. Und du gehst auch noch weg. So, schön. Das war ein sehr ergiebiger Raum. Wo geht's denn jetzt weiter hier im VWS? Ach, da unten geht's noch nach oben. Das war ein bisschen zu knapp, da loszulaufen. Hier geht es noch nach unten. Sind die überhaupt noch Gegner? Hier sind noch Gegner. Natürlich. Essen. Essen ist super. Aufnahme sieht immer noch flüssig aus, das ist gut. Das ist gut, dann ist es halt jetzt kein HD, tut mir leid. Ich denke, das ist jetzt nicht so dramatisch, oder? So. Hier geht es dann auch gleich weiter. Nicht treffen lassen. Ach, Idiot. So. Erstmal hier weiter. Oh. Könnte ein böses Bild sein. Jo. Wo ist mein... Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Yes! Nice! Ja, hervorragend! Das war richtig schön viel Geld. Prima! Prima! Und hier runter. Essen! So, aua! So! Und was mir auch geschrieben wurde, man kann offensichtlich... Nee. Wirklich nicht. Man kann offensichtlich bei dem Waldboss trotzdem durch die Stacheln sich... Oh, können wir gleich kurz testen. Das ist Timing. Das nenne ich mal wirklich gutes Timing. Also das so wirklich. Bin ich ja begeistert. Man kann hier offensichtlich tatsächlich doch sich durch dingsen. Nur kurz... Das hier war die Taste. Das war die andere Attacke. Wie war das denn? War das A? Ja. Man kann hier also doch durch. Allerdings ziemlich gefährlich, wenn ich das mal so sagen darf. Aber natürlich ganz gut, um auszuweichen nochmal zusätzlich. Ja. Das könnte durchaus nochmal einiges bringen. Durchaus einiges bringen. Fuck. Nein. Na gut. Ja, also grundsätzlich, ne? Kann man das machen. Haben wir das auch mal gerade getestet. Sehr schön. Ja. Jetzt habe ich das mit dem Feuer auch mal gesehen. Das ist also echt nicht so gut. Aber ich hatte gerade genug Energie, da habe ich es mal geleistet einfach. Weil ich es kann, so. Das ist auf jeden Fall wieder eine gute Geldrunde hier, das muss man mal sagen. Muss mich dann echt wieder entscheiden, was ich mache damit. Ob jetzt wirklich quitt gehen oder ob ich dann doch wieder plötzlich mich umentscheide und was ganz anderes mache, als ich zuvor gesagt habe. Denn ich entscheide mich ja gerne ständig um. Bin ich ein bisschen eigen. Was das angeht. So. Prima. Hab ich nicht das Richtige dabei? Nee, bringt mir nichts. Da komme ich nicht runter. Da oben waren wir schon. Gut, dann können wir nur noch nach unten im Wald. Dann geht's da wahrscheinlich dann auch. Nee, Quatsch, muss es gar nicht. Oh, halt, Pilz.
der nichts hüpft. Der nichts hüpft und nichts gibt. Ja, hier ist ein Ende. Dann haben wir den Wald komplett durch, oder was? Sehe ich das richtig? Hör auf, irgendwas zu machen. So. Poink. Haben wir den Wald echt durch? Ja. Ich sehe keinen Weg mehr. Ja gut, dann können wir uns noch teleportieren und können wir machen wir halt, was machen wir denn? Machen wir hier die Burg weiter. Da haben wir noch kaum was gemacht. Dann gehen wir hier hin. Den Tower, ganz ehrlich, da sterbe ich viel zu bald. Das muss jetzt nicht sein. Das bringt jetzt auch nichts. Geht's hier runter? Oh, noch ein böses Bild. Nö. Das mal nicht. Das wäre lustig gewesen. Ich hätte gelacht. Nein, vielleicht. Ein bisschen. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Aber das Geld nehmen wir natürlich mit. Denn den Boss hier, das habe ich aufgegeben. Das machen wir im Stream irgendwann, wie gesagt. Sofern das mit dem Streamen jetzt noch funktioniert. Ich muss halt, wenn ich wieder ein bisschen mehr Luft habe, gerade ein bisschen Uni-Stress, dann kann ich mich natürlich darum kümmern zu gucken, was jetzt genau die CPU hier bei mir runterschraubt, weswegen es dann eben leckt. Aber, oh yes. Hier geht's schon wieder weiter. Haben wir jetzt... Nee, Tor, das halt, da kann ich noch ein bisschen ohne... Jetzt sehr weit. Sehr gut. Ohne große Umwege kann ich da noch ein bisschen weiter erkunden. Das ist gut. Oh. Na gut. Warum nicht? Kämpfe! Aua! Kämpfe! So, naja. Ja gut. Ist in Ordnung, damit kann ich leben. Uiu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 i. Das ist eine lange Liste. So, wie lange nehmen wir auf? 17 Minuten. Dann machen wir noch die Upgrades und dann... Ja, ne? Ach so, das nehmen wir schon mal nicht. Ist eigentlich alles nicht so geil. Hokage. Anything close-up is blurry ist jetzt nicht so geil. Ich weiß nicht, aber Hokage. Vielleicht finden wir ja das Nerdglasses-Ding. So. Wie viel kostet denn die Crit-Chance? 1960, das ist nicht so... Oh, das ist schon echt viel. Aber ich glaube, das bringt halt auch echt viel mehr insgesamt. Was könnte ich mit der vielen Kohle denn noch anstellen? Das haben wir schon. Irgendwas, was richtig teuer ist und ich es nicht sonst... Ach, Deftify. Ist mir jetzt zu teuer, ganz ehrlich. Und der Hegel da, das, ich gebe eh das meiste Geld immer aus. Ich habe immer dieselben Argumente. Wir hauen jetzt Crit Chance ab, wie ich es gesagt habe. So. Wow. Das war viel. Das war wirklich viel. Jetzt haben wir schon 18% Crit Chance. Also fast jeder fünfte Schlag. Im Schnitt. Ist ein Crit. Was ganz gut ist. Ja, und jetzt ist halt alles um uns herum ein bisschen blurry. Was ich jetzt nicht so geil finde, aber gut, können wir hier irgendwas kaufen, was wir noch nicht haben? Nope. Aber hier haben wir jetzt zum Beispiel, beim Schwert haben wir jetzt schon alles. Aber auch nicht genug Kohle. Wir verdienen jetzt echt 1363, also fast. Das ist ein bisschen schade.
Hier haben wir jetzt auch fast alle. Da auch. Ja, wir haben überall fast alle. Sehr viel fehlt da nicht mehr. Da können wir uns bald echt mal Gedanken machen, wie wir uns so ausrüsten. Wobei ich meine Ausrüstung im Moment eigentlich ganz gut finde, muss ich ja sagen. Wie gesagt, den Dash nutze ich kaum. Den brauche ich nicht. Auch wenn viele sagen, oh, der Dash ist voll super, aber ich kann damit einfach nicht umgehen. Also nutze ich ihn noch nicht. So, haben wir noch hier irgendwo ein Plus? Ich sehe kein Plus mehr. Können wir echt mit 1300 schon nichts mehr machen. Na gut. Ist in Ordnung. Dann geben wir das Geld eben her. Und machen dann nächstes Mal mit dem Hokage weiter. Beziehungsweise... Nee, das ist jetzt Quatsch. Das wäre jetzt Quatsch. Ich wollte gerade sagen, wir könnten ja den Boss machen, aber dann hätte ich mich jetzt anders ausrüsten müssen. Das wäre jetzt echt Quatsch. Gut, danke fürs Zugucken. Und tschüss.